24 Tims dunkle Seite auf Snapchat. Auf Snapchat treibe ich mich nicht herum, ich kenne mich da nicht aus. Ich habe nur gehört, dass Monte da sehr viel Geld mit den Stories macht. Aber schauen wir uns mal an, was 24 Tim dort treibt. 24 Tim, wirklich. 24 Tim ist der Typ, der Songs macht, die keiner hören möchte, der sich jetzt Follower und Likes erkauft. Und der Typ lädt neuerdings Content auf Snapchat hoch, bei dem ich, als ich den gesehen habe, dachte, ich habe die Plattform vertauscht und bin bei Susi live. Ich muss euch, glaube ich, nicht erzählen, wer 24 Tim ist. Ich habe schon unzählige Videos zu 24 Tim hochgeladen. Ich habe seine Songs kritisiert, ich habe ihn kritisiert, ich habe sein Schnippi schon gesehen. Und ich war im Urlaub und... Bro, warum postet er sowas? Das will doch wirklich keiner sehen. Ich auf der Toilette saß, dachte ich so, okay, gehe ich mal auf Snapchat. Und ich habe mir wirklich nichts dabei gedacht und ich war nicht auf der Snapchat-Spotlight-Seite, sondern auf der Entdecker-Seite. Und auf der Entdecker-Seite gibt es so Influencer, amerikanische Influencer, Instagrammer, YouTuber, alle möglichen Leute und auch 24 Tim. Und ich habe mir wirklich nichts dabei gedacht, weil ich habe gar keine Erwartungen an den Typ. Ich meine, sein Content auf TikTok oder sein Content auf Instagram besteht eigentlich nur aus Gewinnspielen, bei dem man seine letzten 30 Beiträge durchliken soll, durchkommentieren soll, keine Ahnung, Story angucken soll und am besten noch seine Füße lecken soll oder sowas. Und solchen Content hier. Passt. Also, du musst bei dem Tanz zuerst fängst du oben an, also gehst dann so weiter und dann musst du, ich glaube so... Lisa, bist du dumm? Lisa, bist du dumm? Oh Mann, 24 Tim ist so lustig, Mann. Das ist wirklich mein Lieblings-Insta. Überhaupt nicht gestellt, das Video. Alles sehr real. Grammar und TikToker, hahaha, ha, ha. Oh mein Gott, dein Handy wird geklaut. Oder das hier. Jetzt stell dir mal vor, so, keine Ahnung, deine Mal benimmt sich der Typ wie eine Frau, mal wie ein Typ und mal ist er auf einmal ein Fuchs. Oder dein Dad kommt so rein, wenn du dir das auf Snapchat anguckst. Wie soll das Ganze ablaufen? Ey, du Banause, was guckst du dich hier an? Nichts, nichts, nichts. Ich guck mir nur meinen Lieblingsrapper auf Snapchat an. Lieblingsrapper? Wer ist dein Lieblingsrapper? 24 Tim. Zeig mal her. Ja, 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 ich bin Editing-Profi geworden. Und wisst ihr, wie ich das Ganze gemacht habe? Mit Filmora. Step 1, du brauchst einen Content. Das überspringen wir mal. Filmora. Und hol dir Filmora. Und wer zum Videoschnitt-Profi? Ich frag mich wirklich, wer sowas lustig findet. Außer Kinder. Und das ist auch das Stichwort. Und eigentlich wollte ich genau zu diesem Content ein Video drehen, beziehungsweise auch zu der Thematik, dass der Typ sich Zuschauer und Likes erkauft, weil er solche Beiträge hochlädt oder so in seiner Story sagt, ey, in 10 Minuten kommt mein Beitrag online, der erste, der Like kriegt 100 Euro oder 5000 Euro und das Einzige, was man machen muss, ist um 20 Uhr seine Story anzugucken. Dieses Video geht an alle Jungs und Mädels, die es vielleicht gerade nicht so leicht im Leben haben. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch eventuell Schulden haben, die Miete nicht zahlen können oder auch einfach mal wirklich fett shoppen gehen wollen oder sich einen Urlaub wünschen. Das ist hart, Digga. Einfach Schulden damit zu vergleichen, dass du fett shoppen gehen kannst. Und das Einzige, was ihr machen müsst, heute um 20 Uhr hier vorbeischauen in der Story und das war's. Oh mein Gott, das war noch nie so einfach, 5000 Euro zu gewinnen. Ich habe natürlich seine Story um 20 Uhr nicht gesehen, weil dieser Beitrag schon keine Ahnung, 2 Wochen alt ist oder sowas. Aber ganz kurze Erklärung, der Typ kauft sich einfach sozusagen Story-Views. Und mit genau solchen Aktionen kauft er sich auch Likes und Interaktionen und wird dann einfach für Werbepartner lukrativer. Er hat einfach viel mehr Reichweite auf diesen Beiträgen oder kann auch, keine Ahnung, sein eigenes Zeug da einfach verkaufen und vertreiben. Aber das ist jetzt auch nicht das Thema von dem heutigen Video. Dazu habe ich auf meinem Zweitkanal ein richtig gutes Video hochgeladen, wie 24 Tim sich seine Zuschauer kauft. Link ist in der Beschreibung. Guckt euch das Video auf jeden Fall nach dem Video hier an. Naja, 24 Tim auf Snapchat. Auf Snapchat gibt es unzählige Influencer, die einfach genau das recyceln, was sie schon auf TikTok und Instagram hochladen. 24 Tim macht das Ganze nicht, denn 24 Tim gibt sich wirklich Mühe bei seinen Videos. Er dreht die Videos extra für sein... Bitte nicht. Ich ahne wirklich Schlimmes bei dem Video. Snapchat Family. Wartet, 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 wartet. Wir gehen jetzt mal ganz zum Anfang und bevor wir das angucken, müssen wir verstehen, dass Snapchat, Snapchat Spotlight ist ja eine App, wo sehr viele Kinder unterwegs sind. Und ich habe jetzt schon öfters in meinen Videos zu Snapchat Spotlight in den Kommentaren gelesen, dass die Leute, die auf Snapchat Spotlight sind, weil die Eltern denen TikTok und Instagram nicht erlauben. Guter Ansatz,
Aber jetzt ist eigentlich im Grunde eh egal, weil 24 Tim auch sein Unwesen jetzt auf Snapchat Spotlight treibt. Aber wir halten fest, Kinderplattform. On my way to Hamburg. Erstmal 4 Stunden Bahnfahrt. Warum ist Hamburg so weit von Köln entfernt? Ich weiß nicht, warum Hamburg so weit von Köln entfernt ist, aber ich frag mich, warum du so dastehst. Achso, warte, so. Damit man noch ein bisschen Haut sieht. Unterhaltet mich. Bruder, wirklich, das sieht einfach so aus, wirklich. Es tut mir leid, aber es sieht so aus wie, als wären wir hier nicht auf Snapchat, als wären wir auch nicht auf Instagram, sondern als wären wir auf irgendeiner Plattform, Digga. Ich wollte gerade sagen, das wirkt so, als wenn er irgendwelche Sims anlocken will, die ihn dann auf OF abonnieren. Unterhaltet mich. Bis jetzt ist noch alles okay. Ich meine, es ist 20. Fehlt nur noch, dass er seine Zuschauer fragt, stell dir vor, du könntest mit mir 2 Minuten alles machen, was du willst. Was würdest du tun? Und es gibt eigentlich jetzt nicht so viel zu kritisieren. Es gibt eigentlich überhaupt nichts zu kritisieren. Aber Piano, kann ich in die Story bitte? Ja, klar, hast ja bitte gesagt. Deine Augen sind so krass. Süß. Ja, und dann werden halt einfach noch so ein paar Fragen beantwortet. Be my boyfriend. Ja, okay, das ist keine Frage. Oder war es für dich am Anfang schwer, dich daran zu gewöhnen, dass jeder dich auf der Straße erkennt? Schwer, null, eher plötzlich, bla bla bla. Und dann Vorstellung, eher Beziehung mit Frau oder Mann. Mir egal. Alles okay, aber das Bild. Warum? Du bist auf einer Kinderplattform. Muss man dann wirklich sich halbnackt fotografieren im Solarium und das auf Snapchat posten als Story? Die armen Kinder, die sich täglich seinen Content gönnen, sind wahrscheinlich komplett verstört. Dann werden da noch irgendwelche random Fragen eingeblendet. Hast du wirklich eine adoptierte Cousine und so weiter und so fort? Wirklich, wirklich, manche Fragen sind ja cool und manche Bilder sind ja auch so völlig normal. Hier, zu der Frage, adoptierte Cousine ist einfach so sein Bild. Ist ja alles schön und cool, Digga. Dann gehen wir so 2 Stories weiter. Denkst du, du kannst hier auf Snap wirklich jemanden kennenlernen? Hier auf Snapchat sind zumindest echt viele hübsche Boys und Girls unterwegs. Zu dem Video hier. Und dann gehe ich 1, 2... Das geht wirklich in die falsche Richtung und man könnte auch was Falsches denken, wenn er hier bei Snapchat von hübschen Boys und Girls redet. Wir wissen ja, was der Altersdurchschnitt dort ist. Alter, wirklich, dann gehe ich nur 1 einzige Story weiter. Bin in 10 Minuten endlich in Hamburg. Snapchat. Oder mach... Na toll, danke an Ton verändert, dass er mir solche Bilder hier zeigt. Du hättest mich ruhig vorwarnen können, Bro. OnlyFans, ehrlich oder so, lad es da hoch, aber auf Snapchat. Was geht heute in Hamburg? Ja, genau so würde ich auch meine Community fragen, wenn ich irgendwo bin, ja, in Hamburg, in Düsseldorf, würde ich auch erstmal so eine Story hier drehen. Ja, das ist gerade alles in Düsseldorf. Oder auf Snapchat. Da sind Kinder, Mann. Wie oft soll ich euch das noch erklären? Und ihr dachtet euch jetzt wahrscheinlich so, okay, Mann, ey, man sieht ein bisschen so Haut und so, man sieht ein bisschen 24 Tim und so. Truckt er da im Bett wie so eine OF-Ho und fragt, wer in Hamburg ist. Posen oder sowas. Das war noch nicht alles. Das Highlight kommt erst. Ein bisschen was am Fooden und dann geht's auch schon direkt wieder aufs Hotelzimmer, aber das hier, ey, boah, ich freue mich jetzt so krass drauf. Ja, Mann, ich freue mich richtig auf das Essen. Die Storys sind so komplett random, Digga. Erst zeigt er sein Ass, danach zeigt er, wie er twerkt und dann auf einmal so Steak mit Kartoffel und dann 2 Storys weiter und das hat mich wirklich aus der Bahn geschmissen. Schreibt. Bruder, mit wem will er da schreiben? Jetzt mal auf Ernst, mit wem will er da schreiben? Mit 10-Jährigen, mit 12-Jährigen, mit 8-Jährigen? Schreibt. Und nicht so schreibt, sondern schreibt. Der Typ ist 24 Jahre, er lädt auf Snapchat sowas hoch. Ich finde auch... Bro, du bist ein erwachsener Mann. Mit, keine Ahnung, 2-3 Millionen Follower. Und lädst dann eine Story hoch, wo du deinen Pfirsich zeigst. Und die Leute auf Snapchat, die 12, 13, 14 sind, auch forderst, mit dir zu schreiben. Was ist da schiefgelaufen? Echt vieles, vieles, vieles verwerflich, was er macht und wie er sich so auch im Internet präsentiert. Vor allem, weil er auch wirklich eine sehr junge Zielgruppe hat. Aber was mich halt einfach verschickt, ist, dass er das auf Snapchat hochlädt. Ich meine, auf Instagram oder sowas, in seiner Story siehst du nur, ey, yo, ich gebe euch 100 Euro dafür, dass ihr meinen nächsten Beitrag liked. Und auf Snapchat siehst du einfach, keine Ahnung, Digga, halb OnlyFans. Schönen guten Abend, Snapchat.
Ich verstehe es nicht. Ja, wirklich. Und das Highlight wirklich an dieser ganzen Situation ist einfach, Hamburg zeigt euch. Also ich weiß wirklich nicht, wen du hier animieren möchtest und was du genau machen möchtest. Aber so ein Bild zu posten, ja, wo man dich, keine Ahnung, halbnackt sieht in so einer Pose und dann hinzuschreiben, Hamburg zeigt euch. Ich glaube, das verstehen viele falsch. Ich finde es halt einfach erschreckend. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass 24 Tim eine jüngere Zuschauerhaft hat. Zum Beispiel sein Musikbundle. Sorry, aber das sieht aus wie eine Schultüte für einen 8-Jährigen. 24 Tim Phoenixbox. Das ist also seine Musikbox. Ja, also er weiß ganz genau, dass seine Zuschauer sehr jung sind. Und ich frage mich halt wirklich, ob es nötig ist, sich so im Internet zu präsentieren, beziehungsweise auf Snapchat. Ich meine, im Internet mach doch, was du willst, aber auf Snapchat und irgendwelche Leute dazu zu animieren, ihm zu schreiben oder ihm sich zu zeigen, ihm Bilder zu schicken, währenddessen er halt solche Posen macht. Halt einfach wieder irgendein Marketing-Move und er möchte einfach irgendwelche Leute provozieren, dass ich dann halt darüber ein Video drehe und er ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt oder sowas. Ich verstehe es wirklich nicht, Mann. Aber das ist wirklich crazy shit. Da kannst du wirklich bling bling und seine ganzen anderen Songs, die kannst du hier einkategorisieren und das ist halt wirklich, das passt gar nicht ins Bild. Aber ey, das ist ja nur meine Meinung, ja, ich bin ja nicht 24 Tim, ich habe keine Ahnung, vielleicht hat er ja Social Experiment oder irgendwas anderes vor, aber das gehört sich einfach nicht, das ist einfach krank. Naja, was haltet ihr von der Situation? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare, hier kommt ihr zu meinem Zweitkanal und zu dem Video, was ich vorhin erwähnt habe. Guckt euch das Video unbedingt an, da erfährt ihr, wie 24 Tim seine Zuschauer erkauft. Und ja, ich wünsche noch einen schönen Tag, ich muss zum Friseur. Tschüssikow. Ja, was soll ich dazu sagen? Ein guter Tag, um keine Augen zu haben. Wegen Ton verändert habe ich jetzt Bilder gesehen, die ich nicht sehen wollte. Lasst trotzdem einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, ob ihr auch so gelitten habt wie ich. Und ganz wichtig, abonniert diesen Kanal. Danke fürs Zuschauen.